Cello, eine turbulente Phase im Augenblick für die Fortuna, auch für die Mannschaft. Wie hast du diese letzten Tage erlebt? Ja, ich glaube, wie du schon gesagt hast, turbulent. Also es ging ja sehr viel durch die Medien mit dem Trainerwechsel. Ist es ist immer, es ist immer was Außergewöhnliches, sage ich jetzt mal, wenn der Trainer unter der Saison entlassen wird und ein neuer Trainer kommt. Ja, ich bin gespannt auf die Aufgabe. Wir hatten heute Morgen das erste Training, macht bis jetzt einen sehr guten Eindruck. Ja, wir werden sehen, wie sich jetzt die nächste Zeit entwickelt. Du hast es angesprochen, Daniel Thun ähm, ist ja bekannt als Trainer in der zweiten Liga, auch als Spieler sicherlich. Ähm, welchen Eindruck hast du speziell von ihm gewonnen? Ja, wir hatten erstmal heute Morgen nur ein kurzes Kennenlernen, hat sich kurz vorgestellt, ähm, erstes kleines Training gehabt. Ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, erstmal macht er einen guten Eindruck, ähm, sehr euphorisch, hat auf jeden Fall Bock auf die Aufgabe, hat er, glaube ich, auch öfters schon gesagt. Ähm, aber äh, jetzt liegt es erstmal daran, dass, dass wir auch Leistung bringen und dass wir dann die nötigen Punkte einfahren. Hat er euch bei der Vorstellung äh, in der Kabine was Spezielles schon mit auf den Weg gegeben? Ähm, nein, so Spezielles gar nicht, sondern erstmal nur ähm, was ganz Allgemeines gesagt, hat schon klar ja auch schon in der PK gesagt, dass er gerne mit Energie spielen möchte, ähm, dass er sehr detailgetreu ist, ähm, dass er schnell nach vorne spielen möchte. Ich glaube, das sind alles Dinge, die er schon, schon erwähnt hat. Und ähm, ja, jetzt geht es natürlich an uns daran, dass er. Versucht zu vermitteln, was er von uns möchte und dass wir es dann auch dementsprechend umsetzen. Unabhängig jetzt vom Trainerwechsel, die sportliche Serie zuletzt war durch und durch negativ behaftet, inklusive nicht geschossener Tore. Wie verarbeitest du so einen sportlichen Misserfolg? Ich glaube, da kann man mal eine Familie ganz vorne nennen, dass wenn es eben ähm, irgendwo beim Spielen nicht so läuft, du nach Hause kommst, du ein, ein kleines Kind hast, das mit deiner Arme rennt, du 200 hast, die dich anspringen, ist es egal, ob du 3 gewonnen hast oder 4-0 verloren hast, die sind immer ähm, sehr freudig, wenn, wenn du die siehst. Und, ähm, ich, ich weiß ja nicht, ob es dann vielleicht für die Fans auch gar nicht so deutlich ist, aber für uns Spieler ist es auch eine absolut schlechte oder eine scheiß Situation. Ähm, du machst dir ganz viele Gedanken darum, warum es läuft so schlecht, was kannst du besser machen. Wenn du, wenn du ein schlechtes Spiel hast, dann nimm dich das auch mental mehr mit. Ähm, ich bin mittlerweile in einem Alter, wo ich ähm, besser gelernt habe, damit umzugehen. Wo ich jünger war, war es alles ein bisschen schwieriger, ähm, weil es eine komplette mentale Kopfgeschichte ist, dass du da nicht den, den, den Fokus auf das Wesentliche verlierst und das ist eben dann das nächste Spiel, was dann wahrscheinlich dann sieben Tage oder sechs Tage später auch wieder läuft. Ähm, deswegen ist mein Aus Ausgleich ganz klar die Familie. Ähm, ohne die würde ich würde ich das Ganze mental gar nicht so stemmen können. Welche Mechanismen gibt es bei dir, aber vielleicht auch bei den gesamten Jungs, um, um einen Befreiungsschlag landen zu können? Ja, es ist wahrscheinlich einfach das Erfolgserlebnis. Also ich glaube, dass wir alle kicken können, das haben wir schon in der Vergangenheit gezeigt. Ähm, in dieser Saison hat es in vielen Spielen an Kleinigkeiten gehakt, wo wir in den entscheidenden Momenten vorne offensiv die Tore nicht gemacht haben und hinten defensiv aber auch zu einfach die Gegentore kassiert haben. Und ähm, wir hatten ja nie so wirklich das, das, wo wir mal zwei, drei Spiele in Serie wirklich konstant gespielt haben. Sondern wo dann immer mal ein gutes Spiel war, danach war wieder ein schlechtes Spiel und so kannst du ja nie irgendwo ähm, das hundertprozentige Selbstvertrauen erarbeiten, was du, was du vielleicht auch brauchst, wo du dann ähm, mal eine Serie starten kannst. Man sagt ja nicht umsonst die Vereine, die oben stehen, haben das nötige Glück, aber ähm, du irgendwann spielst du dich in den Flow hinein, wo du dann noch ähm, dir das, das Glück erarbeitest. So, das haben wir nicht ähm, gehabt. Und da war einfach alles zu inkonstant. Und, und ich glaube, dass. Ein Baustein sein kann, dass wir einfach Konstanz in unsere Leistung kriegen. Und unsere konstante Leistung ist ab, ab jetzt nicht, dass wir Hackespitze 1 weiter spielen oder, oder super schön Fußball spielen wollen, sondern wir müssen erstmal Punkte einfahren, dass wir aus der Situation, wo wir gerade drin stecken, dass wir da schnellstmöglich rauskommen. Nächste Chance, Sonntag gegen Schalke 04. 10.000 Zuschauer sind zugelassen. Zuletzt waren es hier zu Hause 750, in Kiel gar überhaupt niemand. Was löst das in dir auf? Aus ist die Vorfreude möglicherweise sogar noch größer. Ich glaube generell, wenn Stimmung am Stadion ist, ist es, ist es halt einfach geiler zu spielen, weil du ähm, dann von außen noch gepusht wirst, wenn du, wenn du eine gute Aktion hast, dann kommen dann jetzt, ähm, jetzt, am Wochenende dann sage ich mal 9.500, die für Düsseldorf sind, die dann dann noch anfeuern, die dann dann noch ähm, unterstützen. So kommt noch ein bisschen mehr Emotion in das Spiel rein, ähm, als wenn du jedes Wort irgendwo nur von dir selber hörst. Ähm, klar ist es mit Zuschauern einfach geiler. Das Spiel gegen Schalke, das wissen eigentlich alle, ist für dich natürlich ein besonderes Spiel gegen deinen Heimatverein. Du hast nicht nur in der Jugend für Schalke gespielt, sondern bist auch gebürtiger, Gelsenkirchner. Es ist jetzt dein fünftes Spiel mit der Fortuna gegen Schalke. Sind diese Duelle nach wie vor etwas wirklich Besonderes für dich und oder hast du dich mittlerweile daran gewöhnt, Königsblau gegenüberzustehen? Ja, dass man gegeneinander spielt, das ist klar, gewöhnt man sich dran, aber trotzdem ist es so, wenn das ganze, wenn das ganze Umfeld irgendwo. Ähm, Schalke-Fans ist, die Nachbarn gegenüber Schalke-Fans ist, meine, meine Kumpels Schalke-Fans sind, die nach Karten fragen, ist es schon immer was Besonderes, absolut. Ähm, und ich glaube, das wird auch, wird auch immer was Besonderes sein, weil der erste Stadionbesuch auch im Parkstadion damals war. Ähm, also will ich gar nicht wegreden, dass es, dass es ein -Spiel, oder dass es zwei Highlightspiele im Jahr gibt und das sind eben die gegen Schalke. Haben die Schalker Freunde äh, dich ein bisschen gefrotzelt ob der schlechten Situation der Fortuna oder haben sie gar gesagt, oh, um Gottes Willen, die haben den Trainer gewechselt. Das wird jetzt schwer für uns. Nee, in der Hinsicht habe ich noch gar keine Nachrichten gekriegt. Ähm, äh, vielleicht dann nach dem Spiel, wenn es irgendwo gut läuft für uns, dann würde ich mich auch über Frotze Live freuen. Wie kann Fortuna am Sonntag, und das ist die Frage der Fans, äh, die, bren die äh, brennend interessant ist, wie kann Fortuna am Sonntag ihren ersten Sieg in diesem Jahr einfahren? Ja, ich glaube, erstmal müssen wir vorne mal wieder treffen. Also jetzt vier Spiele ohne Tor, das ist schon eine lange Zeit und ich glaube ähm, Du kannst ja nur Spiele gewinnen, indem du auch Matore schießt, sonst kannst du halt keine Spiele gewinnen, ist im Fußball halt so. Ähm, und von daher müssen wir jetzt die Woche schauen, dass wir ähm, den Ansatz vom neuen Trainer, der uns schon, hat er schon gesagt hat, schon eine Spielidee, die er uns vermitteln möchte für Sonntag, ähm, dass wir versuchen, die schnellstmöglich umzusetzen, um ähm, dann eben erfolgreich zu sein. Und ähm, dazu müssen wir die, die Grundtugenden dabei behalten, die wir jetzt in Kiel auch hatten, weil ich glaube, da haben wir eigentlich auch ein ordentliches Spiel gemacht und. Ich glaube nicht, dass wir, da die oder dass wir da verdient verloren haben, sondern ich glaube, dass wir es schon verdient gehabt hätten zu gewinnen. Ähm, aber da müssen wir einfach kaltschnäuziger vorne sein. Wir wünschen dafür ganz viel Glück.